Und jetzt das Holdoch-Journal mit Klaus Streber. Der Verkehr ist nach Corona und der Umwelt ja immer noch unser zweitgrößtes Problem. Vor allem GroßstädterInnen wollen am liebsten eine autofreie Innenstadt in. Wir reden heute mit dem VerkehrsdezernentInnen von Frankfurt, Herr Pfingsterling. Guten Tag, Herr Pfingsterling. Herr Pfingsterling? Oh. Hallo, Frau Gause. Herr Streber. Nein, Pfingsterling. Ach, Herr Lanz. Herr Streber. Herr Streber. Herr Pfingsterling. Boah. Ja, was ist denn, Herr Zamperoni? Ha, schön wär's. Also, Herr Pfingsterling, Sie sind ja immer noch kurz vor einer Straßensperrung für alte Dieselinnen, oder? Naja, ist ja Corona und mir sitzt das aus. Ne? Haben Sie denn ein Konzept für nach dem Aussitzen? Ja, wir sperren jetzt der eiserne Stich für den Kraftverkehr. Nach meinen Informationen, innen fährt da doch gar kein PKW drüber. Genau, das soll auch so bleiben. Da kann die CDU und vor allem die Grünen? Was? Ach, wenn ich das schon höre, hören Sie mir bloß auf. Was, die Grünen? Ja, furchtbar. Der Manuel Stock da. Na, der Herr Schock sitzt ja nicht mehr bei Ihnen. Er hat nie gesessen. Er hat immer nur gestanden. Der sah wie ich seiner Größe immer so aus, als würde er sitzen. Scheinries, ich sah ganz partei, ich rächte mich gerade wieder auf. Na, also gut. Was gedenken Sie denn zu tun, um ein Fahrverbot zu verhindern? Was für ein Fahrverbot? Achso, also ich fahre Fahrrad, zumindest wenn die Kameras da sind. Das sollte alle anderen nachmachen. Dafür haben Sie ja jetzt einige Fahrspuren rot angemalt. Wenn man so schaut, wird das ja nicht gerade genutzt. Sag ich dir, aber auf mich hört der Kassau. Aber wichtig ist doch, dass die Sensoren von den Messdingern nicht raus, nicht ausschlagen dann. Von den Messdingern? Ja, die, ach ja, aber alle müssen jetzt zusammenstehen, also zusammenfahren. Also zurück zum Thema. Mann, Frau beklagt ja, dass die Spuren ja immer recht bald im Nirvana enden. Nein, keine Angst, bis nach Offenbach fahren die nicht. Ah, und wollen Sie das denn noch verbessern? Wir Frankfurter sind ja in der Fläche recht klein, deshalb bauen wir jetzt ja auch hoch. Ja, und das müsste mit dem Verkehr auch passieren. Hochbauen? Und wie soll das gehen? Na, Flugtaxis zum Beispiel oder Flugräder, Drohne, was? Das weiß ich nicht. Herr Pfingsterling, Buh! Jetzt hören Sie mal mit dem albernen Buh auf. Wie geht das alles schon? Wenn nicht, hängen wir halt die Messstation höher. Ja, der muss halt hoch, Punkt. Und der Mainkrai, was geschieht mit dem jetzt auch hochhängen? Der hängt ja schon hoch, zumindest politisch hängt der hoch genug. Gell? Das ganze Kreisch, als wollte man das Technische Rathaus wieder aufbauen. Und, wollen Sie? Naja, wissen Sie, wenn die alle Fundamente noch stehen, werden Sie schon irgend so eine scheiß Bürgerinitiative finden. Vielleicht auch die Deppe von der Umwelthilfe. Außerdem macht das der... Der Herr Schneider, Ihr Baudezernent. Was für ein Zwasch? Wo? Nein, nicht hier. Guten Morgen. Hallo, Herr Blasberg. Auch gut. Also, der Mainkai. Ja, also, der wird nach Sachsenhausen verlegt. Die wollen ja unbedingt haben, dann ist der Hiptebach fort und Triptebach kann sich da damit rumschlagen. Dann hört das Geschmoll einmal auf und die Beteiligten, die können dann in ihren Sachsenhäusern Notboutique weiter gegenseitig den Wohlstand sichern. Ramses, halt die Fress. Sagt Herr Pfingsterling zum Verkehrsproblem in Frankfurt. Gute Nacht, Herr Pfingsterling, die Störung durch den Hund eines Stadtverordneten bitten wir zu entschuldigen. Und hier geht's weiter mit Nachrichten von Gundula.